Und auf dem Weg zum Roten Berg müssen wir uns jetzt machen. Schönes Glockenspiel oder wie nennen wir das auch? Windspiel, so. Aber erstmal sollte ich mir meinen komischen Dolch oder was ich da hatte reparieren. Weil den habe ich ja schon ein paar Mal kaputt gemacht und deswegen geladen. Ich hoffe, ich kann den hier reparieren. Ich probiere einfach die Taktik mit Mondzucker. Abbrechen. Mondzucker nochmal hier rein. Vier Stück. Ah. Einfach mal da rein. Sprech mal die Uschi hier an. Handeln kann die auch reparieren? Ich kann gar nicht. Kann ich irgendwo reparieren? Aber Magie kann die. Sagt, lebt was ihr wohl. Wollt oder verschwindet. Ja, verschwinden ist eine gute Idee. Ich nehme einfach meinen Mondzucker. Sagt, was ihr wollt oder verschwindet. Stimmt. Gut. Ich habe meinen Mondzucker. Meine Droge. So, dann muss ich mal gucken, wo ich... ob ich irgendwo hier reparieren kann. Vielleicht bei dem Typen da drin oder so. Also reparieren wäre schon gut. Auch wenn das bestimmt endteuer sein wird. Kann ich bei dir reparieren? Nein. Ja, nein, sagt sich doch schon. Bei dir kann ich auch nicht reparieren. Kann ich hier überhaupt irgendwo reparieren? Bei dir zum Beispiel. Reparieren! Ihr müsst... ach so. Der doofe Mondzucker. Reparieren. Vulkanglas, Stiefelzeug, Sturmklinge. Oh, so viel habe ich ja nicht mal. Schild. Und wie viel kostet die Viperklinge? Oh, die kostet fast gar nichts. Die konnten wir einfach mal reparieren. So. Jetzt muss ich aber noch an meinen Mondzucker kommen. Mein Mondzucker. Hey, das war mein Mondzucker. Das war mein Mondzucker, den darf ich doch wohl wieder nehmen. Obwohl, Mondzucker ist eigentlich eh voll unnötig, finde ich. Wenn ich mal das so lese. Sagt, was ihr wollt, oder verschwindet. Handeln, fällt mir dabei ein. Was könnten wir denn verkaufen? Diese Sachen hier. Die Federn. Eigenes Geld, Goldhändler. Händler hat nicht so mehr so viel. Die Kagi-Haut könnten wir vielleicht noch hingeben, die eh nichts wert ist. Das Rattenfleisch ist auch nichts wert. Achso, da steht auch wert. Was hätten wir denn noch? Feuerschildtrank. Guahaut, die kann ich auch nicht gebrauchen. So. Scumhold kann ich auch irgendwie nicht gebrauchen, wirklich. Noch etwas, was ich nicht so gebrauchen kann. Hundefleisch könnte man vielleicht sogar noch gebrauchen. Na gut, eigentlich nicht. Okay, anbieten. Reparieren. Das kostet so viel. Ich brauche später irgendwie mal Geld. Erstmal nehme ich die so. Ich muss es schaffen, dass die Person sich umdreht. Hey! Für meinen Mondzucker wieder. Das ist mein Mondzucker! Mein Mondzucker! Kann ich das überhaupt irgendwo verkaufen? Das ist hier die Frage, das muss mir irgendwie mal beantworten. Das wird eh Dave sein, der mir aber noch nicht mal die Frage mit dem Level da beantwortet hat. Vielleicht, weil er keine Ahnung hat.
Na, lass mal das Mondzuckerzeug da erstmal drin. Okay. Jetzt dürfen wir nach Süd-Südosten. Abbrechen. Sagt, was ihr wollt, oder verschwindet. Dam-dam-da-dam. Also ungefähr die Richtung müsste ich einschlagen. Bestimmt kommen hier eh wieder 1000 Gegner über den Weg. Ich sehe im Moment keinen Gegner. Ich raste hier einfach mal. Ist geheilt. Bestimmt kommt eh eine Ratte oder sowas. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ach, und mit dem auch nicht. Stirb. So, Leiche beseitigen. Was hat der? Ach so, wow. Und Stufe 7 von immer noch. Ich versuche trotzdem hier zu rasten. Bis geheilt. Das muss doch klappen. Ja. Was ist das denn für ein Vieh? Kann ich den treffen von hier? Natürlich. Nichts. Jetzt habe ich meine Magie verbraucht, aber egal. Ich habe fast volle HP. Das reicht mir. Und es ist Nacht. So, mehr in die Richtung. Schon wieder Schafe. Ich bin doch nicht in Minecraft. Da sind Ratten. Die Viperklinge, die macht fast, die macht den Giftschaden, der macht schon einiges aus, finde ich. Hauptfertigkeit, wenn ich die, war es nicht irgendwie so, wenn ich die irgendwie hochkriege, dann steigt auch meine Stufe. Ich hätte so schnell leveln können. Wenn ich mal so schlau gewesen wäre und mir nicht sowas genommen hätte, dass ich keine Mana von allein regeneriere. Naja, dafür ist es ja schon lange zu spät. Was haben wir denn hier? Hey, da stand doch gerade was. Tramawurzel. Ist die einiges wert? Oh, das geht. Ist akzeptabel. Da hinten ist schon wieder ein Vieh. Also, es werden wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen öfter Mowen-Folgen kommen, weil irgendwie macht mir das gerade zurzeit Spaß. Ach man, es lädt schon wieder. Obwohl nächste Woche oder so das natürlich schlecht werden kann wegen Lernen für Vorhaben. Oh je. Ich bin noch auf dem richtigen Weg ungefähr, oder? Ungefähr. Wo stand da noch mehr Infos? Er war beim Felsgrab am Stand dreht mich um. Geht vom Lager aus nach Norden und wendet euch dann nach. What? Na, Norden dann nach. Die Geister unserer Ahnen, aha. Lokal. Was ist das hier eigentlich für ein Ort? Ruine Metzuleft. Oder Metzuleft, ach ja. Ich hätte mal den Rat befolgen sollen nach Norden und
das machen sollen, aber gut. Dafür ist es zu spät. Ich hoffe einfach, dass ich... What the... Hell is that? Das sieht nicht nett aus. Das macht bestimmt einen schönen Schaden. Und wenn irgendwer... Na, ist egal. Aber wenn irgendwer wirklich zu viel Geld hätte, was ich bezweifle, dann könnte er mir bei Steam ja das volle Paket von Morrowind kaufen, dann wüsste ich auch, welche Quests ich noch aufhab. Ah. Ach, ich hab keine Ausdauer. Lass mich in Ruhe. So. Nur wenn irgendwer viel zu viel Geld hat. Ach. War ja nur eine Frage der Zeit, bis der ankommt. Stirb, du Klippenläufer. Du bist doof. Kurz auf, hat das nicht jetzt auch mein Dings erhöht? Ja. Also Waffen erhöhen das auch, stimmt? Unschön. Warum auch immer. Ja, down bist du. Aber Klippenläufer haben Läuterfedern und die bringen ja so ein bisschen Geld. Was haben wir? Wofür ist dieser Weg hier? Egal, ich spreche mal. Abinabi? Was ist Abinabi? Ich denke, ich bin schon lange falsch gelaufen. Ich sollte eigentlich vielleicht zum Ort zurück, aber... wie schnell erhöht sich denn die Kurzwaffe da? Hä? Kurzwaffe da. Rüstung. Also wenn das hier auch steigt, dann kriege ich auch Punkte dazu, oder? Kurzwaffe ohne Rüstung. Ohne Rüstung? Aber was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Ach, nö. Hä, war ich hier nicht irgendwie schon mal? Sieht alles so gleich aus. Ach Gott. Ja, mir fehlen Mana-Punkte. Ja, jetzt kommt auch noch der Klippenläufer. Aber das untere Vieh ist eh tot. Stirb, Klippenläufer. Wer mag dich nicht? Wer mag dich schon? Ha! Klippenläufer down, Höllenhund auch. Und um wie viel hat sich das jetzt erhöht? Um 15. Sind das die Höhlen hier? Falas Marion? Wo bin ich denn? Ich wette, ich bin voll verkehrt. Das kann nicht sein, dass das hier der Ort ist. Aber mal gucken, was da steht. Wenn ich jetzt zu so einem Ort hingehe. Untere Ebene, obere Ebene und das kennen wir doch schon. Also hier bin ich auf jeden Fall falsch. Ich würde dann sagen, muss ich wieder so leicht nordwestlich gehen. Aber erstmal probiere ich hier oben zu rasten. Ja, das hat geklappt. Deswegen speichere ich nochmal. Also nordwestlich müsste ich jetzt irgendwie gehen. Ich versuche einfach mal durch das Gebirge hier. Wie springe ich denn nochmal? Ah, mit E. Kommt man da überhaupt hoch? Anscheinend nicht.
Gut, MK, warum gehst du immer die falschen Wege? Was haben wir hier? Supulus? Supulus Riparus? Nein, sowas ähnliches. Außerdem heißt es Oculus Riparus und was? Ach. Ich wollte einfach nur Scheiße labern. Ja, ich kann durch die Berge gehen. Aschländerregion. Wow. Lokal? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Lass mich hier speichern. Einfach in dem Nichts speichern. Da ist nämlich irgendein Gegner. Ein Quamer Arbeiter. Abgenützte Höhlentour. Ich würde behaupten, ich bin immer noch falsch. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Aber der tut mir ja gar nichts. Irgendwie sieht er cool aus. Hoch da! Hoch, hoch, hoch! Schaffe ich nicht. Na gut, speichern und... bis zum nächsten Mal und dann suchen wir weiter diese Höhlen. Ich bin euer MK Indiana Jones.